Jetzt wenden wir uns aber von der Flora zur Fauna hin. Ja, die meisten Zuschriften, die unseren Tierflüsterer Laurent Amann erreichen, die betreffen Hunde, die entweder ängstlich oder aggressiv sind. Und der heutige Fall dreht sich um die 3-jährige Mischlingshündin Lucy, die sich vor fremden Hunden sehr, sehr fürchtet. Eigentlich hätte es Hündin Lucy so schön. Jeden Tag könnte sie die traumhafte Promenade des Mondsees entlang spazieren. Aber nein, Lucy hat große Angst vor anderen Hunden. Beim Spazierengehen muss sie grundsätzlich angehängt sein, wenn Hunde in der Umgebung sind. Also da, sie beginnt fortzulaufen, sie versteckt sich. Der Haarausfall ist natürlich durch die Aufregung sehr stark. Die Ohren legt sie an und sie folgt absolut nicht mehr. Also das heißt, kein Hier und kein Platz, sie macht eigentlich nichts. Als Welpe hatte Lucy ein negatives Erlebnis mit einem anderen Welpen. Seitdem wurde die Angst vor anderen Hunden immer schlimmer. Tierflüsterer Laurent Amann ist heute an den Mondsee gereist. Ich war schon etwas früher hier, ich habe sie schon beobachten können, Begegnung mit anderen Hunden. Was mir aufgefallen ist, die Lucy geht die ersten Schritte noch freudig zum anderen Hund hin. Die Angst kommt erst, wenn der Hund da ist und wenn er sogar vorbei ist, der Hund. Ja, ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Ja, das ist richtig. Wenn sie die Leine oben hat, ist es ein Zwang für sie. Hauptsache schnell vorbei und nur nicht hin. Wenn die Leine nicht oben ist, also sie nicht angeleint ist, ist sie weg. Ah, ja, ja. Sie wartet zwar irgendwo in weiter Entfernung, aber sie ist weg. Ja, ja. Ich werde dann den Rio, also meinen Hund, hinzunehmen. Der ist extra ausgebildet für Hunde, die ängstlich sind. Der weiß da genau, was er zu tun hat. Und wir werden es so machen, ich gehe mit meinem Hund vor und sie folgen mir, damit die Lucy da ein bisschen mehr Gefühl bekommt, was ist das für ein Hund, der mit mir geht. Weil wir müssen eine Verbindung herstellen zwischen den zwei Hunden, damit sie einfach energetisch besser zusammenarbeiten können. Und da unterstützt mein Rio eben sehr stark. Normalerweise gehen Frau König und Lucy nur auf einsamen Güterwegen spazieren. Das hier ist eine echte Herausforderung für die Hündin. Ja, sie zeigt schon Interesse. Es wird interessant. Weil sie merkt einfach, dass meiner immer weggeht von ihr. Braucht sie keine Angst haben. Super. Bisher hat die Frau König diese Angstsituationen, Begegnung mit anderen Hunden, gemieden, weil sie bei ihrem Hund was Gutes tun wollte. Aber eigentlich verschlechtert man so die Situation noch mehr. Weil der Hund hat jetzt jedes Mal erfahren, ein anderer Hund kommt, dann renne ich weg, dann geschieht mir nichts. Wir müssen jetzt die Situation provozieren, ein anderer Hund kommt, ich bleibe da und es geschieht mir nichts. Das Zauberwort bei Lucy ist üben, üben und nochmals üben. Das Hinten-Nachgehen klappt bereits sehr gut, nur das Vorangehen nicht. Da kommt Lucy in ihre Verfolgungsangst hinein. Ja, jetzt bleiben Sie stehen. Genau, sehr gut. Ich gehe vorbei, damit Sie merken, es geschieht eh nichts. Und jetzt können Sie wieder weiterkommen. Nach einer Stunde Üben hat Lucy bereits Vertrauen zu Rio aufgebaut. Das Spazierengehen ist beinahe schon entspannt möglich. Hunde lernen über Wiederholungen. Und sobald sie so ruhig liegt, soll ich sie dann streicheln und bestärken in dem Gefühl und loben oder gar nichts machen? Ich würde wenig machen. Okay. Weil es ist immer schwer zu wissen, ob sie jetzt wirklich in der Angst ist oder nicht. Okay, dass und man nicht dann sie, bestärkt das Problem ist, Angst. Wenn sie jetzt in der Angst ist und sie loben sie, dann wird sie bestärkt dafür. Also am besten dann gar nichts tun. Zum Schluss versucht Laurent, Lucys Angstblockaden mittels Energiearbeit aufzulösen. Dazu muss das Tier aber auch bereit sein und die Energie annehmen können. Rio merkt, dass die Hündin sich zuerst wehrt. Da sieht man, dass der Rio auch gut mitarbeitet. Der weiß jetzt nicht so aufgeregt, die braucht Hilfe. Und da geht halt die Kommunikation zwischen Hunden noch besser als zwischen Mensch und Hund. Da weiß er ganz genau, in welchen Moment er eingreifen muss und was er zu tun hat. Und der Rio hat heute sehr gut mitgearbeitet. Bin ich auch sehr stolz auf ihn. Er war wirklich super toll dabei. Bei den Übungen hat man gemerkt, hat er immer wirklich weggeschaut, beschwichtigt, immer geschaut, dass er so nett wie möglich rüberkommt. Und bei der Energiearbeit selbst, wie ich mit der Lucy arbeiten wollte, da kam er wirklich, sobald die Lucy zu aufgeregt war, ist er sofort nach vorne gekommen, hat sie beruhigt, hat sich wieder hingelegt, dann ist er auch wieder gegangen. Also da hat er wirklich sehr aktiv mitgearbeitet. Einfach diese Ruhe hat er sehr stark ausgestrahlt heute und die Lucy hat sich sehr viel von dieser Ruhe für sich genommen. Mit einem Mal Energiearbeit oder einem Mal spazieren gehen ist lediglich ein erster Schritt getan.
Wichtig ist, jeden Tag mit fremden Hunden spazieren zu gehen und diese Angstsituationen nicht mehr zu meiden. Na, überhaupt nicht, habe ich das gewusst. Im Gegenteil, ich war auf das Wohl des Hundes, natürlich auf mein eigenes Wohl bedacht, stressfrei spazieren gehen. Ja, und darum habe ich solche Situationen eben vermieden. Und was sagen Sie jetzt dazu? Werden Sie ein bisschen üben mit anderen? Auf jeden Fall bin ich glücklich über die Situation, beziehungsweise, dass man sieht, der Hund gewöhnt sich an das. Und ich werde auf jeden Fall jetzt mit anderen Hundebesitzern versuchen, mit der Lucy mitzuwandern, mitzuspazieren, dass sie sieht, andere Hunde brauchen ihr keine Angst zu machen. Und wenn auch Sie Hilfe von unserem Tierflüsterer Laurent Amann benötigen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail, und zwar an tierflüsterer@orf.at.